Naja, bis 27 km/h schiebt er an und dann lässt er aus. Das ist auch nicht 25, der geht bis 27. Dann beschleunigt eigentlich sehr gut der Motor. Alle Achtung! Ja, klar, der Motor hat 75 Newtonmeter und schließlich muss der auch 112 Kilo da schieben, also das ist ja auch nicht ohne. Die Reichweite springt natürlich immens. Ja, auf das schaue ich jetzt gar nicht. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Jetzt muss ich mich da einmal gewöhnen an die Trittfrequenz. Ich bin ja da schon 5, 6 Jahre sicher kein Radl mehr gefahren. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, Blick da oben auf meinen Hausberg. Ja, bin jetzt gute. Schauen wir mal, wie weit sind wir gefahren. 9,4 Kilometer. Es ist kurz vor 12, 68,7 maximal, das war nicht ich, das war ein Prüfstand. Anschnitt von 22, 25, 22 Fahrzeit und noch 50 Kilometer Reichweite. So, und jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt zum Rauffahren da und nicht zum Spazieren schauen. Ich bin da jetzt beim Bunker angekommen, da wo der Tiroler immer gehackelt hat. Ich weiß nicht, ob der noch wer von ihm ist oder ob da schon wer anderer eingenistet ist. Aber da schauen wir mal schnell her. Die Zugspitze, Gatter ist zwar offen, aber ja, passt. Ja, weiter geht's im Takt. Ja, wir sind jetzt zum Rauffahren da, aber ich mein, denke, da schauen wir einen Hupfer her, wie es da ausschaut. Da stehen auch Baucontainer. Keine Ahnung, vielleicht hat das auch wie andere schon gekauft. Ja. Susi steht auch da. Ja, leider hat die eine Action gegeben, spinnt ein bisschen. Da muss ich mir daheim noch mal schauen, aber es kann sein, dass ich die falsche Speicherkarte drin habe. Er sagt immer Speicherkarten voll. Ja, auf geht's! Ja, da drüben haben wir auch noch sehenswert. Die schauen wir sich auch noch schnell an, weil ich schon da bin. Sehenswert. Sehenswürdigkeit meine ich natürlich. Da war ich auch schon lange nicht da mit dem Radl. Ja, da ist die Sehenswürdigkeit. Und wenn man da auf Anhöhe ist, wollen wir sehen, wie das einmal ausgeschaut hat. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Mit der KMA. Und so sollte man sehen, wie das in etwa früher ausgeschaut hat. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht gemacht.
Ja, da ist also ein Informationsschild. Also das Heidentor. Ich blende euch die Schüttel dann noch mehr auf ein Foto ein, dass man das besser sieht. Dort haben wir also einen kleinen Nachbau. Ja, den schauen wir uns auch noch mehr an. Ja, und nach endlosen Radeln kann man jetzt sehen, da hinten, ich bin in der Schweiz. Ja, leck mich da am Krakau. Bis deppert bin ich weit gefahren. Ha, ich bin ein Wahnsinn. Na ja, Spassel, das ist da eine Hundeschule. Michis Hunderange. Na passt. Also wenn ich sage, dass mir tut der Arsch nicht weh, müssen die liegen. Ich spüre ihn schon ordentlich. Aber das war eh von vornherein klar. Und das muss man sich mal gewinnen. Gegenüber. Ich habe keine Kontrolle. Aber so in langsamer Fahrt, und wenn man da einsteigt, ein bisschen, die Beschleunigung ist schon spitzenmäßig. So, jetzt sind wir da auf Asphalt. Gehen wir eigentlich wieder zurück auf die Uhr. Oder sogar auf Eco, das reicht da vollkommen. Gut, wie gesagt, an die Reichweite, das ist beim Anblick ziemlich wurscht. Jetzt würde ich mich mal gemütlich darauf eingewöhnen. Ja, die Straße da neben der Hauptstraße ist natürlich auch nicht optimal, aber Cinque Nudel zum Eingewöhnen reicht. Jetzt geht es eh schon mal wieder Richtung heimwärts. Ah, jetzt geht es schon wieder Richtung Heimat. Hausberg sieht man schon. Ja, da geht es einmal wieder grob bergauf. Ja, ich muss sagen, kein Problem. Optimal. Klar, man muss natürlich auch schalten, für was hat man die Gang. Ah, die letzten paar Meter. Und wir sind daheim. Strecken waren jetzt 21 Kilometer. Das ist 12.48 Uhr. Durchschnitt 20.08 Uhr, 1 Stunde Fahrzeit. Und auf den Modus sonst noch. Schauen wir mal auf Eco. Was haben wir da noch? 8.50 Uhr hätten wir da noch. Na passt. Aus.